Begonnen hat das Anfang der 70er Jahre. Da hat die Stadt beschlossen, hier diesen Wohnkomplex realisieren zu wollen. Wenngleich man wusste, dass der Baugrund nicht der einfachste war und dass die stadttechnische Erschließung, die Herleitung der Fernwärme zum Beispiel und des Wassers sehr kompliziert waren. Und dann muss man sagen, war hier landwirtschaftlich genutzte Fläche alles, also grüne Wiese, mit besten Ackerzahlen. Das ist ja nun 25 Jahre her, als die ersten Gedanken kamen, ja, da sollten wir ein großes Gebiet, ne, so für 20.000 Wohnungen, ne, so sollten wir uns aussuchen, da könnte Gorbatz in Frage kommen. Es sollte das größte Wohngebiet in Sachsen werden. Das war ja eine einmalige Gelegenheit, mal am Hang zu bauen, ein Wohnkomplex, und diesen Hang auszunutzen. Die Stadt lobte gemeinsam mit dem Bund der Architekten einen städtebaulichen Ideenwettbewerb aus. Ich bilde mir ein, das war 1973. Und ich habe mit meinen Kollegen den ersten Preis gewonnen. Das war also ein Erfolg. Damals war ich noch ein junger Hüpfer und da freute man sich. Und dann war plötzlich eine ganze Stadt zu planen. Also eine Stadt, das hat man nur einmal im Leben. Diese Bilder an den Wänden sind Baupläne und die niedlichen Häuschen Modelle. Baupläne? Modelle? Könnten Sie uns das nicht ein bisschen genauer erklären? Komplexrichtlinie. Staatliches Normativ und Planungsinstrument des DDR-Wohnungsbaus, welches neben der Freiflächengestaltung die gleichzeitige Errichtung eines vollständigen Stadtteils inklusive sämtlicher gesellschaftlicher Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Krippen, Kaufhallen und Dienstleistungsstätten, Jugend-, Freizeit- und Kultureinrichtungen, Gaststätten, Feierabendheime und ärztliche Versorgungseinrichtungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl verbindlich festschrieb. Zum Beispiel 180 Schulplätze je 1000 Einwohner. Die Komplexrichtlinie regelte auch die jeweilige Erreichbarkeit. Zum Beispiel maximale Fußweglänge zur Polytechnischen Oberschule und zur Kaufhalle etwa 700 Meter. Ganz unten, da waren die Lageplänen eingezeichnet, in den alten, nicht, die 100 Jahre alt waren, die Froschteiche. Da kam ein alter Herr vorbei, was machen Sie denn hier? Ja, wir wollen hier demnächst bauen, nicht? Ja, wir haben die Brust rausgedrückt und gesagt, also wir kommen vom Wohnungsbaukombinat und das geht ja ganz groß los. Da sagt er, so, ja, nur dann wünsche ich mal viel Vergnügen, denn hier unten ist eine sehr wasserreiche, fast sumpfige Gegend. Ja, und wir hatten noch gar nicht richtig begonnen, da waren die ersten Baugruben vollgelaufen mit Wasser. Und wir mussten die Bergsicherung Freiberg holen. Die haben mit Bergwerkbaupumpen tagelang, wochenlang gepumpt, bis es dann aufgegeben war. Wir haben gesagt, wir müssen erstmal den ganzen Hang sozusagen aufschlitzen, sonst können wir gar nicht bauen. Ich musste nur dran denken, das alte Bäuerlein, da wusste noch genau, hier haben hunderte von Jahren keine Leute gebaut, die wussten schon ganz genau warum. Ne? Und wir sind mit unserer massiven Technik angerückt und dachten, das packen wir schon. Allein 100 Millionen Mark kostete die Erschließung dieses Hanges, bevor überhaupt das erste Haus gebaut werden konnte. 20 Kilometer und noch mehr rollen Lasten bis zu 60 Tonnen auf vorgeschriebenen Straßen. Rohre, Beton, Badzellen, das kommt von weit her. Ja, damals sind gerade die sowjetischen Plattenwerke geliefert worden. Die gingen dann nicht nach Chile, sondern kamen in die DDR, weil inzwischen Allende gegen Pinochet, ja, ausgetauscht. Wir kennen die Geschichte. Die erste Platte wird gesetzt. Für 15.000 Wohnungen. So wurde es im Wohnungsbauprogramm der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands nach dem 8. Parteitag beschlossen. Straßen sind noch nicht befestigt, aber die Wohnkomplexe werden schon bezogen. Denn wer will schon auf die neue ferngeheizte Wohnung warten, bis alles fertig ist?